der Aktuellen Stunde, beantragt von der Linksfraktion. Da geht es über den US-Drohnenkrieg, bei dem eine besondere Rolle spielt, die US-Luftwaffen-Airbase in Ramstein in Rheinland-Pfalz. Hören wir jetzt André Hunko, der die Aktuelle Stunde eröffnet. In der Fragestunde die Bundesregierung zum ersten Mal nach vielen Jahren eingeräumt, dass Ramstein eine solche Relaisstation ist. Jahrelang haben Sie die Öffentlichkeit und dieses Parlament getäuscht. Das lassen wir nicht durchgehen. Von Kontrollstationen in den USA wird die Kommunikation über ein Glasfaserkabel nach Ramstein geleitet und von dort via Satellit in die Einsatzgebiete. Bereits im April 2010 wurde das Verteidigungsministerium von der US-Regierung über den Bau einer hierfür notwendigen, Zitat, Drohnen-Satcom-Relais-Einrichtung in Ramstein unterrichtet. Seitdem haben zahlreiche Journalisten, Abgeordnete, Herr Ströbele, Herr Novorasat, Herr Alexander Neu, Gregor Gysi auch und meine Wenigkeit, immer wieder nachgefragt, Anwälte, Menschenrechtsaktivistinnen, ehemalige Drohnenpiloten und sogar ein Untersuchungsausschuss des Bundestages hat das Thema aufgegriffen und die Rolle Ramsteins als unverzichtbare Relaisstation bestätigt. 3,5 Jahre lang antwortete die Bundesregierung, ihr lägen dazu keine Erkenntnisse vor. Über Jahre wurde diese Formel wiederholt oder einfach die Fragestellung verdreht. Im April 2014 sagte schließlich der ehemalige US-Drohnenpilot Brandon Bryant hier im Untersuchungsausschuss und berichtete von seinen über 1000 Einsätzen, die über Ramstein gingen. Erst danach schickte die Bundesregierung einen Fragenkatalog an die US-Botschaft. Mit dessen Beantwortung wurde damals in wenigen Wochen gerechnet, erklärte mir Staatssekretärin Professor Maria Böhmer. Damit begann das Kasperle-Theater. Es wurde immer wieder gefragt, es wurde immer wieder gesagt, ja, wir haben die US-Seite nachdrücklich, eindringlich, nachdrücklich und so weiter darauf hingewiesen. Aber es kam bis zur letzten Sitzungswoche keine Antwort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung hüllt die parlamentarische Kontrolle aus. Wir wurden mit halbseidenen Antworten verhöhnt. Dieser Umgang mit dem Fragerecht der Abgeordneten ist völlig inakzeptabel. Es sind derartige Vorgänge, die auch das Vertrauen in die Demokratie untergraben. Und das darf nicht sein. Mit der Duldung des Drohnenkriegs über Ramstein bricht die Bundesregierung nicht nur das Grundgesetz, sondern auch Völkerrecht und die universellen Menschenrechte. Ich meine damit nicht nur die gezielten Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren. Mit ihrer gesamten militärischen Drohnenpolitik der letzten 10 Jahre hat die US-Regierung die Kriegsführung nicht nur räumlich, sondern auch völkerrechtlich entgrenzt. Der Einsatz der US-Kampfdrohnen erfolge als militärische Gewalt und sei damit auf Basis von Recht und Gesetz, schreibt das Auswärtige Amt. Alles andere seien Einzelfälle, für die wir zuerst Belege bringen sollten. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gezielten Hinrichtungen sind keine Einzelfälle. Wir können davon fast täglich in den Medien lesen. Es ist die Bundesregierung, die uns beweisen muss, dass die Tötungen ohne Gerichtsverfahren über eine Relaisstation in Ramstein keine Beteiligung an einer völkerrechtlichen Straftat darstellt. Die Bundesregierung darf die Militäroperationen von deutschem Territorium aus nicht erlauben, erst recht nicht, wenn diese in Verdacht stehen, mit tausendfachen illegalen Hinrichtungen völkerrechtswidrig zu sein. Das NATO-Truppenstatut ist kein Freibrief für das US-Militär. Auch die Bundesregierung hat nach dem Abkommen Rechte und Pflichten, etwa zur Überprüfung der rechtmäßigen Nutzung der überlassenen Standorte. Kein Gesetz, keine Konvention der Welt gestattet die Führung von Todeslisten und die Hinrichtung ohne vorheriges Gerichtsverfahren. Das Stationierungsabkommen mit den USA und der NATO für die Airbase Ramstein muss deshalb gekündigt werden. Statt jetzt selbst in den Drohnenkrieg einzusteigen, wie es die Bundesregierung mit der eigenen Anschaffung von Kampfdrohnen des Typs Heron TP plant, wären internationale Initiativen zur Ächtung oder wenigstens zur Einhegung des wuchernden Einsatzes von Kampfdrohnen notwendig. Ich war letzte Woche bei der UNO in New York, habe mich da erkundigt,
wie die Debatte ist. Da gibt es sehr wohl Initiativen, leider ohne Aktivitäten von deutscher Seite. Das ist sehr traurig. Setzen Sie sich endlich für eine Drohnenkonvention ein. Verzichten Sie auf die deutschen Kampfdrohnenpläne und schließen Sie Rammstein für den US-Drohnenkrieg. Vielen Dank. Ja, ich meine, Anti-Amerikanismus geht bei Ihnen immer, aber das wird mit uns nicht zu machen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Anti-Amerikanismus ist noch keine Politik. Schauen Sie sich die Thematik doch mal in aller Ruhe an. Ja, wir haben ja festgestellt, dass Sie hier die Forderung erhoben haben, dass man alle vertraglichen Übereinkünfte, was Rammstein betrifft, entsprechend kündigen sollte. Möglicherweise schlagen Sie uns als Nächstes, das ist ja, gehört ja auch zu Ihrer Agenda, dann vor, dass wir aus der NATO austreten sollten und das Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika beenden sollen. Ich meine, ich stelle es nur noch mal hier in den Raum. Ich stelle es nur noch mal in den Raum, wer so verantwortlich Außen- und Sicherheitspolitik meint, gestalten zu können in der nächsten Legislaturperiode, wird mit Sicherheit die Sicherheit und die Freiheit Deutschlands gefährden. Und davor können wir nur warnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen bündnisfähig bleiben und wir brauchen die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen der NATO selbstverständlich auch weiterhin. Und das sollten wir durch diese Fragen nicht erschüttern lassen. Vielen Dank. Drohnenpiloten sitzen nicht in Deutschland. Über die Militärbase in Rammstein werden beispielsweise technische Signale weitergegeben. Wie das nun zu werten ist, Sie haben es gehört, da gehen die Meinungen auseinander. Hören wir jetzt die Grünen, Hans-Christian Ströbele. Einen Satz verloren, nicht mal ein Wort. Das ist aber heute das Thema Rammstein und Abgekommen. Es geht hier heute bei dem Tagesordnungspunkt US-Drohnenkrieg geleitet über Relaisstation in Deutschland, in Rammstein, nicht nur darum, dass gezielte Hinrichtungen ohne jedes Gerichtsurteil mit unseren Werten, wie sie im Grundgesetz verankert sind, mit der Unantastbarkeit der Würde des Menschen, mit dem Recht auf Leben und mit dem Verbot der Todesstrafe nicht zu vereinbaren sind. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und Sie können sagen, im Kampf gegen den internationalen Terrorismus sind auch besondere Maßnahmen erforderlich. Die Frage ist doch, die grundsätzliche Frage ist doch zu klären, geht das auch so weit, dass wir dann, so wie das jetzt praktiziert worden ist, Tötungen, solche gezielten Tötungen zulassen und denen zustimmen oder sie über unser Gebiet abwickeln lassen, wenn sie sich auf Gebiete richten, wo überhaupt kein Krieg ist, wenn sie sich gegen Personen richten, die zu Hause sitzen, die irgendwo auf dem Feld arbeiten, die in einem Jeep durch die Gegend fahren oder in einem Lastwagen und nicht in einem Militärfahrzeug. Gilt das dann auch? Das kann nicht sein, wenn unsere Werte, die wir verteidigen wollen, gerade auch in diesem Krieg, in dieser Auseinandersetzung gewahrt werden wollen. Und es geht natürlich heute ganz speziell in den paar Minuten jetzt darum, was hat die Bundesrepublik Deutschland mit diesen Drohneneinsätzen, die wahrscheinlich von US-Präsident Obama oder von der US-Administration befohlen worden sind, was hat Deutschland damit zu tun? Was hat die Bundesregierung damit zu tun? Was haben also wir damit zu tun? Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn das stimmt, dass über Rammstein die Drohnen an ihr Ziel gelenkt werden und dann auf den Auslöser für die Rakete gedrückt wird, dann ist die Bundesrepublik Deutschland, dann ist Deutschland mitverantwortlich und mitschuldig. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und deshalb hat die Bundesregierung all die Jahre immer auf solche Fragen geantwortet: Wir wissen nicht, was Sie da machen. Wir gehen davon aus, Sie halten sich an Gesetz und Recht, auch in Deutschland. Das steht in den Vereinbarungen, das steht in den Verträgen drin. Haben Sie das wirklich gemacht?
Hat die Bundesregierung sich bei den Amerikanern kundig gemacht? Hat sie das gemacht, was wir gemacht haben? Wir sind nach Ramstein gefahren, haben den kommandierenden General dort gefragt, was machen Sie eigentlich? Was läuft hier mit den Drohnen über Ramstein? Der hat uns genau dasselbe gesagt wie Obama. Er hat gesagt, wir lassen keine Drohnen in Deutschland starten und wir befehligen sie auch nicht in Ramstein. Nun hat überhaupt niemand behauptet, dass die Drohnen in Deutschland starten. Das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Wenn die in Afrika eingesetzt werden, die können gar nicht so weit fliegen. Das heißt, das ist nie behauptet worden, sondern es ist die Frage, wird Ramstein und die Relaisstation dort genutzt? Und da haben wir jetzt eine völlig neue Situation, weil wir vom Außenministerium gehört haben, all das, was bisher vermutet wurde, was in der Zeit stand, was im Spiegel stand, dass sehr wohl Relaisstationen die Befehle weitertragen in die Einsatzorte der Drohnen, dass das genau über Ramstein läuft. Und dass der Zeuge hat uns im Untersuchungsausschuss ausgesagt, Brendan Bryan, der 5 Jahre lang Drohnenpilot gewesen ist, der an unzähligen solcher Tötungen beteiligt gewesen ist, hat gesagt, wir haben vor jedem Einsatz in Ramstein angerufen. Wir hatten bei unserem Telefon eine Wiederholungstaste, da haben wir draufgedrückt, damit wir die Verbindung mit Ramstein kriegen. Und erst wenn Ramstein okay gesagt hat, dann haben wir losgelegt und dann gingen die Befehle aus der Wüste in den USA über Glasfaser nach Europa und von dort über die Relaisstation zu den Satelliten. Das hat er ausgesagt. Und er hat ein weiteres ausgesagt. Die Bundesregierung war davon unterrichtet. Das ist ihm immer wieder von seinen Offizieren, seinen Vorgesetzten versichert worden. An die Bundesregierung sind die Papiere darüber ausgehändigt worden. Die wussten das alles. Und die Bundesregierung hat uns hier im Bundestag die Unwahrheit gesagt. Die Bundesregierung hat nicht zu dem gestanden, was sie wusste. Und das können wir nicht hinnehmen. Wir müssen unsere Rechte einklagen. Wir müssen die Rechte der Öffentlichkeit in Deutschland einklagen. Wir verlangen Wahrheit und Klarheit. Nur dann kann die Bundesregierung wieder glaubwürdig werden. Und deshalb habe ich jetzt Strafanzeige erstattet gegen die Verantwortlichen in Deutschland und in den USA wegen dieser klaren Aussage, dass Deutschland dabei ist bei den Drohnenangriffen. Und ich sage, und da kann ich das nur unterstützen, das darf nicht länger geduldet werden. Sie können jetzt nicht noch 3 Jahre verhandeln, sondern das muss beendet werden. Und nach den Auskünften, die die USA an Deutschland gegeben hat, muss jetzt Schluss sein damit. Danach kann man zu den USA hingehen und sagen, diese ganze Tätigkeit muss sofort eingestellt werden. Die Relaisstationen dort müssen geschlossen werden. Herr Kollege, und es dürfen keine solche Tötungsbefehle über Deutschland, über Ramstein gegeben werden. Hans-Christian und ähnlich Schröder. Wie der Butler James in diesem zeitlosen Sketch frage ich mich doch angesichts dieser aktuellen Stunde, the same procedure as last year. Wir alle kennen das Stück und wir alle wissen, dass es eigentlich nichts wirklich Neues gibt. Aber wenn der Linkspartei für die aktuellen Stunde nicht Aktuelleres einfällt, schauen wir es uns eben noch einmal an. Das immer gleiche Stück der Linkspartei handelt von den bösen Amerikanern und von der deutschen Beteiligung an Völkerrechtsverletzungen. Im Gegensatz zu Dinner for One, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir es hier aber mit einem sehr ernsten Stoff zu tun. Es geht um nicht weniger als um Leben und Tod. Daher halte ich es für geboten, genau diese Debatte zu versachlichen. Das offizielle Thema dieser Aktuellen Stunde ist die Haltung der Bundesregierung zur deutschen Beteiligung am Drohnenkrieg über die Relaisstation Ramstein. Aber seien wir ehrlich, tatsächlich wollen Sie doch die alte Forderung und Vorwürfe wieder aufwärmen. Ihre Forderung lautet, den Stützpunkt Ramstein unverzüglich zu schließen. Dazu haben Sie einen Antrag gestellt, den wir im Januar, soweit ich das im Kopf habe, noch mal besprechen werden. Ihr zusätzlicher Vorwurf lautet, die Bundesregierung beteilige sich an völkerrechtswidrigen, an extralegalen Tötungen. Beides, liebe Kolleginnen und Kollegen, halte ich für falsch und sage Ihnen auch gerne, wieso ich das für falsch halte. Erstens, angesichts der aktuellen Entwicklung in der Welt will ich dabei erst einmal eins unterstreichen. Eine gute Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten bleibt für die Bundesrepublik sicherheitspolitisch von extrem hoher Bedeutung.
Die Westbindung und die Mitgliedschaft in der NATO sind seit Jahrzehnten Grundpfeiler der Sicherheit und des Friedens in Deutschland. Dies in der aktuellen Weltlage aufzukündigen, wäre politisch eine absolute Geisterfahrt, unverantwortlich und mit uns auch nicht zu machen, Kolleginnen und Kollegen. Die von der Linkspartei konstruierte deutsche Beteiligung am US-Drohnenkrieg besteht also im Grunde darin, eine rechtskonforme Nutzung der Airbase Rammstein nicht zu verweigern. Das ist am Ende ein rechtlich dünner Vorwurf mit sehr, sehr wenig Neuigkeitswerk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist keine Insel. Wir können uns nicht von der Welt abkoppeln. Wir stehen Schulter an Schulter mit unseren Verbündeten und Partnern für unsere gemeinsamen Werte, was wir auch heute mit dem heutigen Mandatsbeschlüssen erneut unterstrichen haben. Dass wir seit 70 Jahren ein robustes transatlantisches Verhältnis zwischen uns, zwischen Deutschland und den USA haben, und das ist gut so. Das hat uns geholfen, 70 Jahre im Frieden zu leben und hat uns auch geholfen auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Hätten wir das nicht gehabt, hätten wir die Amerikaner, so wie Sie es gerne hätten, rausgeschmissen, weiß ich nicht, ob wir heute hier stehen würden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Kollegen von der Großen Koalition scheinen die Waffengattung verwechselt zu haben. Wir reden hier darüber, ob in völkerrechtswidriger oder fragwürdiger Art und Weise auf deutschem Boden der Einsatz von Drohnen ermöglicht wird. Das ist das Thema. Es ist nicht das Thema, wie werfe ich im Interesse von Rheinland-Pfalz und den Standortbedingungen und den Gemeinden dort möglichst viele Nebelgranaten. Und die zweite Nebelgranate, die Sie geworfen haben, ist die Frage der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Frau Barnett, ich bin zutiefst überzeugt, dass wir mit den USA gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte tragen. Übrigens auch in schwierigen Zeiten. Aber gerade da muss man sagen, es ist falsch verstandene Freundschaft, wenn diese Zusammenarbeit und diese Freundschaft nicht auf dem Boden des Rechts und des Völkerrechts stattfindet. Dann ist es nicht Freundschaft, sondern falsch. Und Sie haben selbst das Beispiel genannt. Ich sage, lass mir noch nicht nachsagen, dass ich Anti-Amerikaner gewesen bin, als eine Bundesregierung, der ich angehört habe, gesagt habe, das, was die US-Regierung im Irak macht, ist völkerrechtswidrig. Da machen wir nicht nur nicht mit, da sorgen wir dafür, dass es eine andere Mehrheit im Sicherheitsrat dagegen gibt. Das war keine Absage an eine transatlantische Beziehung. Also lassen Sie diese Diskussion bitte im Schrank. Wir reden hier darüber, wie ist es ermöglicht worden, von deutschem Boden aus in völkerrechtswidriger Art und Weise Drohnen einzusetzen. Und da dachte ich, haben wir einen Konsens. Ich habe die Äußerungen aus dem Auswärtigen Amt, die Papiere dazu gesehen, die mögen mir politisch nicht passen. Aber die offizielle Auffassung ist, der Einsatz von Kampfdrohnen ist nicht in jedem Fall völkerrechtswidrig. Er ist gebunden an die Voraussetzung, dass es sich um einen bewaffneten Konflikt handelt. Und wenn wir uns die veröffentlichten Daten der Amerikaner anschauen, dann stellen wir fest, sie werden eingesetzt außerhalb von bewaffneten Konflikten. Sie werden auch nach Auffassung, die Sie dargelegt haben, und Rechtsauffassung in völkerrechtswidriger Art und Weise ausgelegt. Und das muss doch jetzt eine Handlung zur Folge haben. Wir können doch nicht mit angucken, wie das, worauf wir uns alle immer berufen haben, dass im Kampf gegen den Terrorismus nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts sich am Ende durchsetzen wird, von einem unserer Bündnispartner in dieser Art und Weise mit Füßen getreten wird. Und das umso mehr, als es mehr als Evidenzen gibt, dass die Führung dieses Krieges ohne die Logistik über Rammstein nicht möglich ist. Sie wird dafür genutzt. Und wenn sie dafür genutzt wird, dann müssen Sie als Ausfluss Ihrer eigenen Rechtsauffassung alles dafür tun, dass das nicht mehr geschieht. Weil sonst machen Sie sich mitschuldig an dieser Sache. Das ist der Kern des Problems. Und ich will, damit das nicht zu einer rein juristischen Debatte wird, eine Sache noch hinzufügen. Vize, Sie haben gesagt, da wird doch auch die terroristische Bedrohung nicht größer. Doch. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Menschen hier gestorben sind, Unbeteiligte, und da kann man jetzt die Zahlen der USA nehmen oder die Zahlen von NGOs, es ist egal.
Aber wenn Sie sich anschauen, was da passiert in Pakistan, in Somalia, mitten in Afrika, alles Länder, gegen die niemand einen Krieg erklärt hat, was da passiert, dann entwickeln sich diese Drohnenangriffe, bei denen so viele Zivilisten getötet werden, als die Rekrutierungserzählung für terroristische Wortführer und Hetzer. Diese Angriffe führen dazu, dass mehr Menschen in diesen asymmetrischen Konflikten sich auf die Seite des Terrors stellen. Und deswegen meine dringende Aufforderung an Sie: Tun Sie alles dafür, damit das beendet wird. Das ist nicht nur im Sinne des Völkerrechts. Wir dürfen keine völkerrechtswidrigen Operationen von unserem Grund erlauben. Aber es ist auch in unserem Sicherheitsinteresse. Denn das, was dadurch passiert, ist, dass der Terror auf der Welt mehr Zulauf bekommt. Und deswegen beenden Sie das. Sagt Jürgen Trittin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Abgeordnete für Ramstein bin ich mit der Art vertraut, mit der Die Linke die diskutierte Funktion des Stützpunktes bei amerikanischen Drohneneinsätzen immer mal wieder öffentlich Wirksamkeit zu spielen versucht. So haben die Kollegen Sarah Wagenknecht und Alexander Ulrich im letzten Sommer vor den Toren der Basis demonstriert. Nachdem sie angeblich keine Antwort auf ein Schreiben bekommen hatten, wonach sie sich auf dem Gelände über die Rolle Rammsteins bei Drohneneinsätzen informieren wollten. Zu dieser Zeit war allerdings bereits ein Besuch des Verteidigungsausschusses geplant, der wenig später im Oktober stattfand. Aber das war vielleicht nicht schlagzeilenträchtig genug. Und ich denke, Herr Dr. Neu, Sie waren ja auch mit uns im Verteidigungsausschuss in Rammstein zugegen und wurden aufgeklärt. Die Anziehungskraft Rammsteins für Proteste ist überhaupt bemerkenswert. Dagegen hat es zum Beispiel lange gedauert, bis es kürzlich die erste vergleichsweise bescheidene Demonstration gegen den Syrienkrieg vor der russischen Botschaft gegeben hat. Bestünde die Vermutung, dass die Bombardierung Aleppos über Deutschland unterstützt würde, habe ich den Verdacht, dass das Schweigen ohrenbetäubend wäre. Vor diesem Hintergrund muss man auch den Titel dieser Aktuellen Stunde betrachten: Haltung der Bundesregierung zur deutschen Beteiligung am völkerrechtswidrigen US-Drohnenkrieg über die Relaisstation Rammstein. Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon der Titel Ihrer Aktuellen Stunde, ursprünglich hieß er sogar Beteiligung am völkerrechtswidrigen US-Drohnenkrieg, zeigt, worauf es Ihnen ankommt. Das Kochen einer großen, trüben Drohnensuppe, in der alles mit allem vermischt wird. Hauptsache, am Ende riecht es übel und die USA sind an allem schuld. In Ihrer schlichten Weltsicht, Drohne plus USA ist gleich böse. Alexander Ulrich für Die Linke, die ja hier diese Aktuelle Stunde beantragt hat. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich sehr interessant, wie insbesondere die Vertreter der Großen Koalition damit hier im Hohen Haus umgehen, dass wir jetzt seit 14 Tagen wissen, dass von Rammstein das Grundgesetz gebrochen wird. Und es ist wirklich unwürdig, Herr Wadepool und auch Herr Hitschler, dass Sie das Thema, das man auch deshalb ansprechen muss hier in einer Aktuellen Stunde, dass Sie uns vorwerfen, dass wir Anti-Amerikanismus. Es gibt kein anderes Land auf der Erde, das den Drohnenkrieg von deutschem Boden aus mitorganisiert. Und deshalb können wir in diesem Fall nur die Amerikaner ansprechen. Und es ist auch nichts Neues, wie am Silvester, Herr Hitschler, sondern wir wissen genau seit 2 Wochen durch Herrn Roth, der das hier in der Regierungsbefragung zugestanden hat, dass die Relaisstation eine wichtige Rolle spielt. Und seitdem müssen wir diesem Thema nachgehen, weil die Bundesregierung offensichtlich uns entweder jahrelang belogen hat oder nur darauf vertraut hat, was die amerikanische Regierung gesagt hat. Jetzt wissen wir es offiziell, und deshalb können wir auch nicht mehr schweigen. Und Herr Wadepool, Herr Hitschler, damit wir uns auch mal so ein bisschen dann noch mal einordnen, um was geht es hier? Es geht ja um den Kampf gegen den Terror. Und das sage ich da auch noch mal ganz deutlich, wir als Linke sagen nicht zum ersten Mal: Man kann Terrorismus nicht mit Terror bekämpfen.
Und was passiert über Rammstein und den Drohnenkrieg ist nun mal, dass mittlerweile über 5000 zivile Opfer dem Drohnenkrieg zum Opfer gefallen sind. Und es ist nicht nur Terrorismus, was in Paris oder New York passiert, es ist auch Terrorismus, wenn unschuldige Menschen im Jemen umgebracht werden. Auch das ist Terrorismus. Und weil Sie sagen, da wäre alles in Ordnung, ich zitiere aus dem Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags. Die schreiben in einem Gutachten, unstreitig ist dagegen, dass Deutschland völkerrechtswidrige Militäroperationen oder gar Kriegsverbrechen, die durch ausländische Staaten von deutschem Territorium aus durchgeführt werden, nicht dulden darf. Die völkerrechtswidrige Exekution eines Terrorverdächtigen durch Kampfdrohnen außerhalb eines bewaffneten Konflikts kann daher, wenn die Bundesregierung davon weiß und nicht dagegen protestiert, eine Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt darstellen. Zitat Ende. Das heißt, wir wissen jetzt durch Staatsminister Roth, was von Rammstein aus passiert. Und wer dagegen nichts tut, beteiligt sich, macht Beihilfe zum Mord. Und das muss auch so deutlich ausgesprochen werden. Und deshalb muss man noch mal deutlich sagen, auch wenn es ein US-Militärstützpunkt ist und wir und Sie vielleicht glauben, dass man aufgrund unserer Bündnistreue die Augen verschließen muss für das, was die Amerikaner tun, können wir hier nicht tatsächlich einfach zur Tagesordnung übergehen. Und ich würde mich freuen, Herr Hitzler, wenn auch Sie sich noch mal so ein bisschen Ihrer Partei an Willy Brandt erinnern würden, der mal gesagt hat, von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Rammstein liegt auf deutschem Boden und Ihre Rede, da würde sich Willy Brandt im Grabe rumdrehen. Und deshalb glaube ich, spätestens seit auch anderen Aktionen mit der NSA können wir doch gar nicht mehr einfach vertrauen, weil es möglicherweise Obama gesagt hat oder weil die US-Regierung uns jeden Tag sagt, dass sich an deutsches Recht hält. Spätestens seitdem muss man doch klar sagen, offensichtlich machen die Amerikaner auch auf deutschem Boden oder mit unseren deutschen Mitbürgern so lange etwas, solange man sie lässt. Und nicht nur beim Abhörskandal, sondern auch in Rammstein wissen wir doch jetzt, dass es nicht mehr ausreichend ist, wenn die US-Regierung uns sagt, sie halten sich ans deutsche Grundgesetz. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht, was im Grundgesetz drinsteht. Aber diese Aussage kann doch gar nicht ausreichend sein für das Augenverschließen der deutschen Bundesregierung. Und deshalb ist es jetzt wirklich an der Zeit, deutlich zu machen, dass wir diesen Drohneneinsatz über die Relaisstation in Rammstein ablehnen. Und das bedeutet auch, dass die Bundesregierung alles tun muss, das zu überprüfen, was in Rammstein passiert. Und wenn es überprüft ist und festgestellt ist, dass dann die Relaisstation auch gestoppt wird. Das ist das Mindeste, was man von einer deutschen Bundesregierung erwarten kann, wenn sie sich ans Grundgesetz halten will. Und deshalb komme ich auch zum Abschluss. Es wird nicht das letzte Mal sein, wo wir hier im Bundestag darüber geredet haben. Und noch einmal, das, was Herr Staatsminister Roth gesagt hat, war nicht irgendwann am Silvester bei Dinner for One, sondern es war vor 14 Tagen. Wir haben eine ganz neue Sachlage seit 14 Tagen und deshalb wird uns das Thema auch ins neue Jahr tragen. Wir werden auch als Linke auch die Aktivitäten des Aktionsbündnisses Stopp Rammstein unterstützen, die auch im nächsten Jahr wieder mit Tausenden in der Westpfalz, ich komme von da, 5 Kilometer von Rammstein entfernt, dagegen protestieren werden. Wir wollen, dass Deutschland sich nicht beteiligt am Drohnenkrieg. Wir wollen, dass Deutschland sich nicht beteiligt am Krieg gegen den Terror, wo unschuldige Menschen tatsächlich ums Leben gebracht werden, wo gemordet wird. Wir wollen, dass Rammstein tatsächlich die Relaisstation geschlossen wird. Deshalb unterstützen wir das Aktionsbündnis Stopp Rammstein. Und ich hoffe, dass nicht nur die Grünen, sondern auch andere irgendwann mal wieder sagen, so geht es nicht, was da passiert. Vielen Dank. Alexander Ulrich war das für die Linksfraktion. Ja.